Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Shakes and Fidget Folge. Heute ist endlich auch auf S21 das lang erwartete Update aufgespielt worden und ich freue mich riesig. Was es genau alles mit sich bringt, das erkläre ich euch jetzt. Also zuerst einmal gibt es zwei Neuheiten. Zum ersten den Spiegel für alle ab Level 50. Wie ihr seht, habe ich schon zwei Scherben ergattert. Nicht viel, aber immerhin. Ihr bekommt sie von den Quests und müsst sie dann einfach wie Tränke auf euer Profilbild ziehen. Und dort bleiben sie dann so lange, bis euer Spiegelbild komplett ist. Aber näher darauf ein werde ich in dieser Folge nicht gehen, das mache ich erst in meiner nächsten. Und zum zweiten, den Turm für alle, die den 90. Dungeon gereinigt haben. Ihr findet ihn auf dem Dungeon-Button. Jetzt seht ihr schon, ihr habt ein neues Fenster. Normalerweise habt ihr bis jetzt immer euren nächsten Dungeon, in meinem Fall Dungeon 91, gesehen. Tja, jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt gibt es noch den Turm. Ich gehe mal rein. Und jetzt seht ihr schon, wir haben hier unsere Begleiter. Einmal die kundige Kunigunde, den magischen Markwart und den barbarischen Bertram. Ihr seht jetzt, ich habe zwei Gegenstände. Einmal einen Hammer, den kann ich ihm direkt geben als Waffe. Und einmal habe ich noch eine Rüstung. Die Rüstung versuche ich jetzt mal zu wandeln. Wir gehen dazu in die Taverne, dann zu unserem Klo. Ihr seht schon, das Item ist nicht geschickt für einen Krieger, denn es hat die Attribute Geschick und Ausdauer. Ich versuche es jetzt zu wandeln und dann mal sehen, was passiert. Es hat sich jetzt in ein Kundschafter-Item verwandelt. Perfekt. Dazu muss ich euch allerdings noch sagen, dass euer erstes Item, das ihr in die Toilette werft, wird in Mana umgewandelt, um euren Mana-Tank zu füllen. Und erst euer zweites Item wird dann umgewandelt in die jeweilige Klasse. Das kommt darauf an, welche Attribute ihr auf eurem Item habt. Also zum Beispiel Geschick zu Kundschafter und Intelligenz zu Magier. Nun zeige ich euch, beziehungsweise wir legen diese jetzt nun an unseren Begleitern an. In diesem Fall der Kundi. So, perfekt. Jetzt können wir eigentlich den Angriff wagen. Leider hatte ich jetzt nur eine Waffe, die ich meinen Begleitern anbieten konnte. Deswegen müssen wir den Angriff jetzt einfach so probieren. Also, los geht's. Turm betreten. Jetzt Turmetage 1, lebender Kuchenmann. Okay, go. Ja, wie ihr gesehen habt, läuft ohne Ausrüstung der Begleiter wohl nichts. Selbst mit mir hat es nicht funktioniert. Ja, und genau der Cooldown von dem Turm ist genau der gleiche Cooldown, den ihr bei eurem Dungeon habt. Also ihr habt nicht zwei, lediglich immer einer. Ansonsten ist noch wichtig, ihr könnt eure Begleiter in der Stufe erhöhen, sobald ihr in der Stufe höher, wie sie selber sind. Das heißt, ihr könnt jeden Begleiter für sich hochkaufen in der Stufe. Das geht bei mir momentan nicht, weil ich erst auf Stufe 148 bin. Wenn ihr eine Ebene, Etage
in dem Turm schafft, bekommt ihr 1% Goldbonus gut geschrieben und Erfahrung. Zusätzlich bekommt ihr noch ein Epic. Diese Epics sind allerdings nur beschränkt für euren Charakter verwendbar, denn nur die allgemeinen Epics, also die Ringe, Ketten und Glücksbringer, sind nur zum Teil für euren Charakter verwendbar. Die Rüstungsteile und Waffen sind nur für eure Begleiter gedacht. Gut, das war's soweit von mir. Ansonsten, wie immer, wir haben unsere Gilde Fight immer noch auf dem Server S21. Ja, immer noch. Und wir brauchen noch starke Leute. Wir sind momentan 48 Leute, also wir würden uns freuen über Bewerbungen von euch. Gut, das war's soweit von mir. Bis zur nächsten Episode. Euer Dark Wraith Hunter.